Ich habe für fast 4.500 Euro ein Poster gekauft. Nein, es ist kein Witz, nein, es ist kein Clickbait, nein, es ist nichts dergleichen, sondern tatsächlich absolute Realität. Wir haben hier ein Paket und zwar ein, ja, recht langes, großes Paket. Das Ganze kommt aus England, um genau zu sein, aus London. Denn dort gibt es ein Auktionshaus, wo man quasi Filmrequisiten und Co. ersteigern und kaufen kann. Das Ganze habe ich vor ein paar Wochen besucht und ich konnte den Mindestpreis, immerhin, das sage ich mir immer wieder, damit es nicht ganz so weh tut, den Zuschlag bekommen für diesen Mindestpreis. Bedeutet also, ich habe insgesamt 3000 Pfund nur für dieses Poster ausgegeben. Ein Poster aus einem Harry Potter Film oder von einem Harry Potter Film mit Unterschriften vieler Schauspieler und Schauspielerinnen. Der ein oder andere schlaue Fuchs von euch hat vielleicht gemerkt, warte mal, 3000 Pfund, das sind zwar viele Euro, aber nicht 4.500. Warum hast du 4.500 Euro gesagt? Hast du doch gelogen? Nein, tatsächlich nicht. Denn 25% Auktionshausgebühr kommt obendrauf. Von diesen 3000 Pfund, also 750 Pfund noch obendrauf. Plus, ich musste Mr. FedEx fast 900 Euro in Steuern, in bar geben. Nein, der hat mich nicht abgezogen, ich schwöre. Und wenn ja, dann hat er es gut gemacht. War sehr witzig, die Situation. Es klingelt, er kommt hin, guckt auf die Rechnung. Ich krieg von dir 890 Euro. Ja, habe ich hier. Ich wusste ja, dass ich das bezahlen muss. Komm halt wieder, gib ihm das Geld. Er notiert sich, zählt alles, fragt mich dann, was ist da drin? So ein Poster. Okay, ich würde sagen, wir packen das Schmuckstück mal aus und ich bin sehr gespannt, in was für einer Condition das hier ankommt und wie groß das Ganze ist und so weiter und so fort. Mal sehen, ob es seine 4.500 Euro oder was es waren wert ist. Gucken wir mal. Eine große Sorge, die ich jetzt natürlich habe, ist, dass ich das irgendwie mit meiner Schere berühre oder sonst irgendwas in der Richtung. Deswegen, meine Hoffnung ist, dass das ganze Poster sehr, 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 sehr sicher eingepackt ist. Auch wenn ich damit noch was vorhabe. Ich glaube, viele von euch können sich vorstellen, dass ich das nicht einfach so mit ein bisschen Tesafilm an die Wand kleben möchte, sondern also irgendwie versuche, diese Qualität, die es jetzt hat, im besten Fall zu erhalten. Einfach weil es kann, auch wenn ich es deshalb nicht gekauft habe, aber natürlich kann es eine Geldanlage oder eine Investition sein. Wie gesagt, ich habe es deshalb nicht gekauft. Ich habe nicht vor, das wieder zu verkaufen. Aber wer weiß, was für schlechte Zeiten kommen und wer weiß, was ich halt brauche. Also wenn ich halt irgendwie an Geld kommen muss, gibt es halt wichtigere Sachen als so ein Poster, was ich mir gekauft habe. Dennoch, ich habe es nicht gekauft, weil ich es irgendwann wieder verkaufen will. Ich habe es hier vorne geöffnet. Wir haben ein bisschen was an Dämmmaterial drin und das ganze Poster ist glücklicherweise, aber es wundert mich nicht allzu sehr, noch mal extra in einem Pappröllchen versiegelt. Und somit kann da nichts mit passieren beim Transport, aber sicherlich beim Auspacken. Tatsächlich gab es noch etwas, was in dem Karton war. Zum Glück habe ich das noch gesehen. Und zwar haben wir hier Werbezettelchen vom Prop Store. Und das Wichtige, wir haben ein Zertifikat. Ein Zertifikat über die Echtheit dieses Posters, welches wir ersteigert haben. Und das ist natürlich irgendwie was Cooles zu haben. Hier steht eigentlich drauf, dass es halt quasi ein Zertifikat für die Echtheit ist, dieses Posters, mit den Unterschriften von den ganzen Key-Members, plus halt, woher das Ganze gekommen ist und so weiter und so fort, mit der Unterschrift des Direktors. Keine Ahnung wer, aber auf jeden Fall ist da auch eine Unterschrift drauf, also ganz gut. Hier ist das Ding. Ich weiß nicht, sind einige von euch nervös, dass ich das mit dem Bärhemd mache und keinen Handschuh anhab? Mein ist meins, ich kann damit machen, was ich will, oder? Okay, das ist nochmal eingepackt. Wait. Ja, hier ist nochmal was. Und ein bisschen Dämmmaterial haben wir auch noch. Das werde ich auch quasi genauso wieder einpacken. Also genauso ist ein bisschen weiter hergeholt, denn ich glaube, ich werde das nur bedingt einfach wieder hier einwickeln können, so schön wie es halt eingewickelt ist. Hier ist es, by the way, ihr könnt das schon ein bisschen sehen. Oh, ich bin ganz gespannt, Alter. Okay, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Ganze hier auf dem Teppich auslege und nicht irgendwie in der Luft rumwirbel, weil ich habe Angst, dass ich das irgendwie fallen lasse oder sonst irgendwie was in der Richtung.
Es ist ein gebrauchtes Poster, es hat minimale Spuren, aber es muss ja nicht schlimmer aussehen, als es quasi ausgesehen hat, bevor ich das in die Hände bekommen habe, oder? There we go. Dann schauen wir mal unser Poster an, das teuerste Poster, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe und auch kaufen werde. Okay, never mind. Wir haben das nochmal eingepackt. Okay, let's go. Wir haben das Ganze nochmal eingepackt. Na gut, kein Problem für mich. Ja, auch das werden wir jetzt einmal auspacken. Und ich glaube, es ist die letzte Schicht. Schauen wir mal, ja, schauen wir mal. Ein bisschen aufgeregt bin ich auf jeden Fall. Gut, come on. Wir ziehen das mal ganz kurz hier ein bisschen hin. Ich möchte ja auch, dass ihr das alles vernünftig sehen könnt. Ich werde das natürlich auch in der Nahaufnahme noch einmal zeigen, aber... Oh, hier ist es. There we go, there we go, there we go. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Füllmaterial. Gut. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, einmal diese Folie hier einmal auszurollen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Ganze hier nicht noch irgendwie mit Härchen vollkommt oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann rollen wir das Schmuckstück mal aus. Okay. Oh Gott. Das ist aber auch sehr gut eingerollt hier. Alter, das ist ja riesig. Oh mein Gott. Oh wow. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht alleine. Help! Ich habe jetzt die Kamera in die Hand genommen, kein Stativ mehr. Wir gehen jetzt einfach in die Nahaufnahme und ich zeige euch das Poster. Es ist so geil. Es ist wirklich geil. Einmal ganz kurz ein grober Überblick über das Poster und das Design. Wir haben hier Dobby has come to warn you, sir. Und zwar aus dem zweiten Film. Harry Potter and the Chamber of Secret. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und hier mein Datum 15.11.2002. Also... über 20 Jahre altes Poster. Natürlich wäre dieses Poster nicht unbedingt seine 4.000 bis 5.000 Euro wert, wenn das nur ein 20 Jahre altes Poster wäre, sondern das Besondere hier sind natürlich diese Kritzeleien, die wir hier haben, teilweise richtig gut zu erkennen, teilweise auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber wir haben sie hier. Und zwar sind das Unterschriften der Keycast-Member aus den Harry Potter-Filmen. Übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, ja, es sind Lorcana-Karten, mit denen ich hier das Poster beschwere. Okay? Nicht meckern. Also, was haben wir denn hier overall auf diesem Poster? Wir haben insgesamt 17 Autogramme. 17! Das ist schon geil, oder? Ich würde sagen, wir schauen uns die Unterschriften mal ganz kurz im Einzelnen an. Einfach nur, damit wir alle einen kleinen Überblick darüber haben, wer jetzt eigentlich dabei ist und wie die Unterschriften aussehen. Wir haben hier Viktor Krumm und sein richtiger Name ist Stanislav Janewski. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist Viktor Krumm, der hat hier unten in der Ecke unterschrieben. Sehr geil. Über Viktor Krumm haben wir die Unterschrift von Cho, beziehungsweise der Schauspielerin, die Cho Chang gespielt hat. Katie Leung, I don't know. Und direkt über Cho haben wir hier unseren Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, der, wie wir alle wissen, Harry Potter gespielt hat in den Harry Potter Filmen. Neben Daniel Radcliffe haben wir Tolga Safer. Und ich war erst der Annahme, dass es Karkaroff sei, der hier unterschrieben hat, aber tatsächlich ist das die Unterschrift von einem Dormstrang-Schüler, der ab und zu sehen ist neben Viktor Krumm. Eine Figur, die in den Büchern gar nicht so vorkommt, für die Leute, die es interessiert. Die Rede ist von diesem jungen Herrn hier, den hat man jetzt sicherlich, also den erkennt man auch wieder, wenn man die Filme gesehen hat. Und das ist dieser Schauspieler hier, Tolga Safer nennt er sich. Direkt daneben befindet sich Tiana Benjamin, sie hat Angelina Johnson gespielt. Dann haben wir hier eine schwarze Unterschrift und das ist eine von zweien, die schwarz sind, alle anderen sind gold unterschrieben. Clément Poésie, das ist höchstwahrscheinlich hochgradig falsch ausgesprochen, aber die Schauspielerin hat Fleur Delacour gespielt.
Dann kommen wir zur Emma Watson. Emma Watson, die Hermine Granger gespielt hat in den Harry Potter Teilen. Da muss man zu sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um hier herauszufinden, dass das Emma Watson heißen soll. Also ich weiß nicht, was hier passiert ist oder ob ich das auf den Kopf halte, aber sie muss es sein. Emma Watson. Weiter geht's mit Devin Murray. Und zwar Seamus Finnegan hat er gespielt in den Harry Potter Teilen. Darüber haben wir Matthew Lewis. Und zwar, wie man da schon sieht, Matthew Lewis ist der Schauspieler von Neville Longbottom. Hier haben wir eine Unterschrift, wo ich eine Menge Research betreiben musste, denn Krabby hat hier unterschrieben. Und zwar Krabby mit Krabby, also ne, der quasi der Rolle. Und hier neben, das soll tatsächlich Jamie Whaled heißen. Oder Whaled oder Whaled oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Aber auf jeden Fall ist das der Schauspieler von Krabby. Dann kommen wir zu Tom Felton, der Malfoy gespielt hat. Neben Rupert Grint, der, wie wir alle wissen, Ron Weasley gespielt hat. Neben Rupert Grint haben wir Bonnie Wright. Und die junge Dame hat Ginny Weasley gespielt in den Harry Potter Filmen. Hier oben haben wir James und Oliver Phelps, die Fred und George Weasley gespielt haben. Somit haben wir die ganzen Weasleys hier oben zusammen. Sehr schön. Die vorletzte Unterschrift ist Louis Doyle. Und Louis Doyle hat einen Hufflepuff-Schüler gespielt, und zwar Ernie Macmillan. Und zu guter Letzt haben wir hier Cedric Diggory bzw. Robert Pattinson, der natürlich auch eine sehr wichtige und tragende Rolle hatte, auch wenn sie nicht langanhaltend war. Das waren sie also, die 17 Unterschriften auf diesem ganz besonderen Poster. Ich bin sehr glücklich darüber und jetzt werde ich das erstmal wieder einpacken, damit auch ja nichts passiert. Und dann kommt das bei gegebener Zeit zu einem Profi und dort werde ich das dann rahmen lassen und hoffentlich auch so weit schützen können, dass das über die nächsten Jahrzehnte qualitativ so bleibt, wie es gerade ist. Falls euch das kleine Video unterhalten hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, würde mich sehr supporten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Tschüss.